Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aqua Penta Akaoli. Und zwar zum Video Nummer 75. Wie immer, jede Woche Freitag, 16 Uhr mittlerweile, zum Bau meiner Modellbahnanlage in der Spur N, aber auch demnächst in der Spur Z wieder. Und zwar auch auf meiner Anlage hinten drauf. Ich guck mal extra da hinten hin, weil da ist sie. Und ja, das möchte ich euch natürlich zeigen. Heute geht es natürlich um das... Wir haben die alte Wartungsstelle. Ich hatte es ja im letzten Video schon mal angesprochen. Und die alte Wartungsstelle ist ja ein kleines Modul, aber ein feines Modul, wo ich mich wahrscheinlich wieder mal sehr in den, naja, in den Details verlieren werde. Aber das ist schon schön so. Und dann Teil 2 heute davon, jetzt kommt noch ein dritter Teil, den möchte ich natürlich für alle Einsteiger, für alle Modellbahnprofis, für alle Modellbahnfreunde, für alle, die das gerne gucken hier bei mir, recht herzlich vorstellen. Ist mal wieder ein bisschen Technik heute dabei, ein bisschen wird gelötet und dann viel Spaß. Ja, und damit recht herzlich willkommen zurück zum Video. Hier im Hintergrund sehen wir natürlich wieder meine Aufnahmen von eben, nur bei Tag, da wo es keine Beleuchtung an ist. Und ihr seht schon, dass ich mir da wahnsinnig viel Mühe gegeben habe, die beiden Dinge hier im Vordergrund, das Häuschen und diese Wartungsplattform, die habe ich aus dem 3D-Drucker ausgedruckt, das habe ich mir selbst erstellt. So, das hat man einfach nicht zu kaufen gekriegt. Aber warum auch, wenn ich selber drucken kann, das wäre ja auch Quatsch. Hier im Hintergrund sehen wir im Schnelldurchgang, bevor es richtig losgeht, habe ich ja auch geschrieben, sehen wir ja, ähnlich wie bei dem Steintunnel, wie ich das Ganze koloriere. Das ist hier ein bisschen anders gemacht, aber ich muss da vielleicht jetzt gar nicht mal so in die Einzelheiten reingehen. Wir sehen jetzt hier hinten den kleinen Weg, den hatte ich ja in der letzten, ich glaube, im vorletzten Video war das, habe ich ja den Weg angefangen. Da haben schon manche gedacht, da habe ich mir auch so wieder meine Nachrichten bekommen, was das denn werden sollte, weil ich da ja die zwei Holzleistchen so rangeklebt habe. Und viele, ist mir mal aufgefallen, meine Videos sind ja Mehrteiler, weil ich ja Wochenupdates bringe. Jeden Freitag, pünktlich übrigens 16 Uhr jetzt. Und dadurch sind natürlich Projekte immer nicht fertig. Ja, ist ja logisch, weil ich ja dann immer bloß das mache, was ich in der Woche getan habe. Und naja, und das möchte ich natürlich dann immer mal klarstellen, das ist nicht fertig. Dieses wird zum Beispiel in der nächsten Woche fertig werden. Es ist schon fertig. Wer genau hingucken könnte da hinten, das seht ihr mit Sicherheit nicht auf dem Video, ist das schon fertig. Ich bin ja schon viel weiter. Wir sehen es ja hier unten. Da komme ich natürlich noch drauf. Das ist alles sehr, sehr klein für euch, was ich da jetzt so machen will, was ich für Planungen habe, was das eigentlich alles bedeutet. Das werde ich euch natürlich alles noch ja im Detail zeigen. Ihr kennt mich. Aber erstmal dazu, was ich jetzt hier im Hintergrund mache. Ich löte ja wieder mal eine Platine, die wie immer einfachster Art ist. Das ist kein Hexenwerk. Das sind ein paar LEDs, ein paar Widerstände, wo LEDs hinten dran sind. Das mache ich. Ich habe mal den Schaltplan übrigens eingeblendet, wie einfach das Ganze ist. Mein Gott, jetzt fehlen mir richtig die Worte hier. Aber das mache ich der Ordnung halber. Ich hätte ja auch alles auf das Holz da hinten rauf machen können. Hätte ich da ein Kabelwulst, das hätte ich mit Heißkleber festgeklebt, fertig wäre die Sache gewesen. Aber nee. Also es muss schon, ich bin zwar nicht der Ordnungsapostel schlechthin, das sieht man vielleicht auch da hinten, was da so alles rumliegt, aber das muss man meines Erachtens auch gar nicht sein. Es reicht ja völlig aus, wenn man weiß, was wo liegt. Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Aber ja, ihr seht es jetzt hier, das ist doch wesentlich ordentlicher. Man kann die Kabel besser verlegen. Ich kenne Modellbahnkollegen, die hätten da jetzt jedes Kabelchen fein säuberlich von oben akkurat nebeneinander. Da bin ich der Meinung, das ist nicht wirklich erforderlich, zumindest bei mir nicht. Wer den Anspruch an sich hat, natürlich, warum nicht? Mehr als verständlich, kann man gerne machen. Was ich jetzt hier mache, ist meine Innovation. Ihr habt es vielleicht, wenn ihr es mal gesehen habt, bei meinem Modul, der Zeppelin-Landeplatz, habe ich das ja auch gemacht. Da hatte ich ja auch zwei Federn so rein
gebaut unten, dass die dann den Strom nehmen können. Das ging diesmal hier, könnte ich das nicht so machen. Erstens mal brauchte ich ja 4 Kontakte, die ich da entsprechend verwenden musste, weil ich das ja getrennt habe. Das sieht man ja 2 rechts, 2 links und die passen wunderbar in die Aufnahmen. Wer nicht weiß, was das für Federn sind, ich werde sie mal verlinken unten drunter. Das sind für Batteriefächer Federn. Die habe ich mir gekauft. Das fand ich wirklich sehr, sehr praktisch. Und das Ganze habe ich mit diesem Holzklötzchen da unten, mit diesen unbehauenen. Das ist natürlich also ein bisschen sehr grob, aber es ist unter der Bahn. Da muss das nicht perfekt ausgeschmürgelt werden. Das ist überhaupt nicht erforderlich, bin ich der Meinung. Und zwar ist da drunter ein Holzstäbchen, sodass die gesamte Plattform sich bewegen kann. Das heißt, wenn das Modul aufgesetzt wird auf meine Platte, ich will das ja abnehmen können, weil ich ja nicht von unten an meine Anlage rankomme. Ihr seht das ja hier, ich muss ja so arbeiten. Und dass das dann praktisch, also das, was wir jetzt hier sehen, dieses Teil, das ist von unten. Und obendrauf kommt dann logischerweise die Plattform, dann das Modul, was wir jetzt hier sehen, und das steht dann sozusagen auf den Federn. Und wenn das mal immer ein bisschen anders steht, man hätte ja auch starre Verbindungen nehmen können. Gerade bei 4 macht sich das schlecht, macht sich das wirklich schlecht. Bei 3 Kontakten hätte man das vielleicht noch hinbekommen können, aber das wäre mir alles nichts gewesen. Und da kann das Modul ruhig mal ein kleines bisschen schief sitzen, weil die Plattform passt sich dann entsprechend unten dem Ganzen an, sodass das entsprechend dann immer Kontakt gibt. Also ich habe es schon recht lieblos mal so als Tester draufgestellt, funktioniert wunderbar. Ja, und ich möchte auch keine Stecker stecken, das ist mir alles zu umständlich, nicht bei 4 Kontakten, da stecke ich keinen Stecker. Ja, da möchte ich das draufstellen und es soll funktionieren. Aber 4 Kontakte, weil ich möchte ja gerne die Wegebeleuchtung separat ansteuern können und ich möchte gerne die Beleuchtung unten bei der Wartungsplattform ansteuern können. So, jetzt ist natürlich jetzt mal hier zum Thema zurück. Ich gucke mal so nebenher ein bisschen mit dem Video mit, was hier aussieht, dass ich natürlich was dazu sagen kann. Ich verliere mich sonst in Schwafelei. Wer mich kennt, der weiß das. Ich habe jetzt hier wieder mit Erde gearbeitet. Diesmal habe ich es ein bisschen nasser gemacht, weil ich wollte, dass die Erde nicht so rieselt, sondern dass die so einen kleinen Bogen oben ergibt, so ein bisschen, ja, so einen kleinen Berg damit drauf. Und das habe ich dann entsprechend dann so ein bisschen nass gemacht und da konnte man da wie einen kleinen Hügel da so drauf machen. Das fand ich also sehr, sehr praktisch. Ihr seht das jetzt hier. Es sieht natürlich wie immer im Rohbau alles sehr grob aus. Das sieht zum Schluss ganz anders aus. Könnt ihr mir glauben, wenn es nachher getrocknet ist. Das dauert natürlich. Deswegen musste ich einen Zweiteiler machen. Wenn das so nass alles ist, jetzt mache ich das hier das Ganze wieder mit dem Tiefgrund schön nass. Das dauert. Das sind 1-2 Tage. Die gehen da locker drauf, bevor ich weiterarbeiten kann. Im Video sieht man das natürlich nicht. Logischerweise, zwangsläufig. Und aber es muss schön nass werden. Es soll ja auch kleben, denn wenn ich das Modul abnehmen will, dann muss es ja auch halten und nicht alles runterrieseln. Da habe ich ja nichts gekonnt. Ne? So, jetzt mache ich den Weg mit Kleber, mit Weißleim. Hier habe ich so ein mittleres Mischungsverhältnis. Also ich habe das jetzt hier nicht so ganz flüssig gemacht, wie man das vielleicht kennt, wenn man so Grasstreu macht oder sowas. Weil dann wäre mir ja alles runtergelaufen. Also wäre das Quatsch. Also habe ich so ein mittleres Mischungsverhältnis genommen. Das Ganze mit dem Pinsel schön verstrichen, da wo es hin soll. Und jetzt hole ich wieder meinen Sand. Diesmal habe ich wieder diesen Quarzsand genommen, den ich ja letztes Mal auch schon verwendet habe und das Mal davor auch. Also ich glaube, den nehme ich immer. Und habe dann entsprechend den Weg mit Sand berieselt. Natürlich bleibt das nicht so in dieser hellen Sandfarbe, weil das passt ja überhaupt nicht jetzt hier dazu in irgendeiner Form. Deswegen seht ihr das jetzt hier. Ich habe das jetzt hier mit so einem Ockerton, so ein Green, ach was weiß ich, so ein Ockerton, ihr seht es ja, und ein bisschen Braun mit drauf gemacht. Hier sieht man auch, dass die Farbe sich nicht da verbindet, wo jetzt ein bisschen mehr Weißleim drauf ist. Auch das ist irgendwo gewollt, weil es soll ja nicht so alles sich vermischen. Es soll ja immer noch ein bisschen aussehen wie in der Natur. Da hat man ja auch nicht eine Farbe komplett von oben bis unten. Ne? Das ist ja alles Quatsch. So, die Lampen, die fixiere ich natürlich ganz sang- und klanglos mit Sekundenkleber hier unten. Wir sehen ja gerade mal auf der Unterseite, wie dünn ja das Brettchen im Grunde genommen ist. Und da muss natürlich die Lampe nochmal drin stehen. Deswegen klebe ich die erst jetzt fest, weil die sich an der Erde oder an dem Sand, den ich drauf gemacht habe, mit festklebt. Ich nutze also praktisch die erhöhte Erde, dass es mit festgeklebt werden kann. Ja, hier zerstöre ich gerade Widerstände. Da hat es mich mal geritten, sage ich, nee, Quatsch, die brauchst du nicht mehr. Nein, natürlich nicht. Ich habe überlegt, an dem Weg muss ja ein Geländer dran.
Ja, was kann ich machen? Ich kann da nicht aus Zahnstochern, aus Zahnstochern da was hoch. Da hätte ich ja riesen Balken neben dem Weg. Das wäre gar nicht gegangen. Also habe ich von den Widerständen die kleinen Drähtchen genommen. Ich habe natürlich so abgeschnitten, dass ich die Widerstände noch verwenden kann, weil die sind ja immer doch recht lang. Und klebe jetzt mit Sekundenkleber und meiner Kreuzpinzette diese kleinen Dinger da auf. Wenn man sich mal auf der Anlage das da hinten angucken würde, ich bringe mal irgendwann den Übersicht nochmal über die Anlage, aber da braucht man ein bisschen mehr zu gucken, deswegen mache ich das irgendwann. Das muss man wissen, dass das da ist. Aber ihr kennt mich, ich mag das. Also habe ich jetzt diese kleinen unsichtbaren, ihr seht das ja hier fast gar nicht auf dem Video, habe ich das Gefühl. Ich nehme mich auch nicht, wenn ich nicht wüsste, was ich da gerade tue. Ja, bin ich ein bisschen näher ran, da sieht man sie dann doch stehen. Aber wenn ihr mal den Zoom jetzt wieder mal betrachtet, so nah kann keiner an meiner Anlage stehen und an keiner anderen auch nicht. Aber ich finde das egal, weil da kommt ja nachher noch ein Geländer drauf und dieses Geländer, das sieht man nachher wesentlich besser. Aber ich finde das wichtig, diese Kleinigkeiten drauf zu bringen. Und entsprechend klebe ich mit viel, viel Mühe das hier auf. Zum Schluss mache ich es nachher noch so, dass immer an den Fuß von diesem aufgeklebten Stängelchen noch ein bisschen Sekundenkleber drankommt. Und da riesle ich dann noch mal ein bisschen Quarzsand, sodass da noch mal so ein Millimeter ist das nicht. Das sind ein halber Millimeter noch mal ein bisschen mehr Fassung hat. Aber ich kann euch sagen, das hält. Das hält bombastisch, ja. Das ist, ja, ich weiß nicht warum. Also das, ich habe am Anfang gedacht, ich dachte, das hält nie, was du hier bastelst. So wie ich, guck mal, wie ich da mit der Pinzette da so ganz vorsichtig und jedes Mal biegt das Ding wieder zur Seite. Aber es hält, es funktioniert tatsächlich prächtig. Und das finde ich natürlich ein nettes, kleines Gimmick irgendwo. Und ich finde, es sieht einfach nur nett aus. Das habe ich natürlich bis unten hin weitergeführt. Habe ich die ganz fein säuberlich drauf gemacht. Die Laternchen, wie gesagt, die sind nur unten drin. Natürlich die Wegelaternen, die haben mehr Spiel. Die werden ja komplett von oben durchgebohrt, schräg nach hinten raus. Dann musste ich die oben noch verbiegen, sodass das dann, dass die dann gerade stehen. Und ja, hat wunderbar funktioniert. Ich habe mich selber gefreut. Und ja, mehr gibt es dazu heute gar nicht zu sagen. In der nächsten Folge zeige ich euch dann, wie es fertiggestellt wird. Es sieht zum Schluss wieder mal anders aus, als wir es jetzt hier sehen. Das werdet ihr mitkriegen. Oder habt es vielleicht auch im ersten Bild schon gesehen. Weil, wie gesagt, da kommt ja nachher noch die Wartungsplattform dazu. Dann kommt das Häuschen noch in der nächsten Folge, was ich gebaut habe, was ich aus dem 3D-Drucker, diesmal ja aus dem SLA-Drucker hatte ich es ja rausgedruckt. Habe ich euch schon in der letzten Folge gezeigt. Keine Sorge, das wird nicht nochmal gedruckt werden. Aber wie ich es gestaltet habe und wie ich alles fertig gemacht habe, das werde ich euch natürlich dann alles noch zeigen im Detail. Ich will also jetzt nicht immer so in einer, also nicht eine halbe Stunde, bin ich ehrlich, das möchte ich euch nicht antun. Das guckt man sich da wahrscheinlich auch nicht so lange an. Und ja, dann wünsche ich euch bis zur nächsten Woche alles, alles Gute. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche hoffentlich wieder pünktlich Freitag 16 Uhr. Mein Gott, der Uli, der ist ja wieder mal völlig von der Rolle. Das liegt wahrscheinlich dran, dass ich heute Professor Dr. Uli bin. Und alles Gute. Bis dahin, macht's schön gut. Tschüss, euer Uli aka Aquapainter. Ciao!